Sie sind hier, 24. Juli 2018, 13.26 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Vincent Feigenbutz wird am 15. September in Ludwigshafen von Toni Kraft gefordert. Urheberrecht Getty Images. Boxprofi Vincent Feigenbutz kehrt am 15. September wieder in den Ring zurück. Gegner der deutschen Boxhoffnung ist Toni Kraft. Sport 1 zeigt den Kampf abend live. Boxprofi Vincent Feigenbutz steigt am 15. September in Ludwigshafen wieder in den Ring. Gegner der deutschen Boxhoffnung im Supermittelgewicht ist Toni Kraft München, früherer Juniorenweltmeister im Halbschwergewicht. Der Kampfabend wird ab 20.00 Uhr live von Sport 1 übertragen. Sport 1 zeigt dieses Jahr 20 Kampfabende live im Free TV, unter anderem mit Arthur Abraham, Tyron Zeuge und Vincent Feigenbutz. Noch ist unklar, um welchen Titel geboxt wird. Feigenbutz hat seinen letzten Fight im Februar gegen den Südafrikaner Eino Liebenberg gewonnen und ist Intercontinental Champion der IBF. Ein Junior brachte es in 30 Profikämpfen auf 28 Siege. Der 25-jährige Kraft ist aktueller Europameister der IBF. Man werde sich über den Titel bald einigen, wie Nissel Sauerland in einer Pressemitteilung des Team Sauerland erklärt. Kraft-Niederlagen kenne ich nicht, ich bin aktuell IBF-Europameister und ungeschlagen. Niederlagen kenne ich nicht. Feigenbutz hat bisher noch keinen Gegner meiner Klasse geboxt und daher können sich die Boxfans mal auf einen richtigen Boxkampf freuen, gibt sich Kraft siegessicher. Feigenbutz, Manager Rainer Gottwald kontert die selbstbewussten Aussagen und greift den Geburtsnamen Krafts auf. Wir werden sie fatt auf dem Metall am 15.09. im Ring treffen. Wir freuen uns und garantieren einen großen Kampf. Der 22-jährige Feigenbutz ergänzt, auch ich freue mich auf den Kampf gegen Seefahrt auf dem Metall in Ludwigshafen.